Hallo und herzlich willkommen zu Malis Kitchen zu einem neuen Rezept. Heute gibt es im Nazzale bei uns. Das Gericht ist aus der libanesischen Küche und es hat dieselben Zutaten wie Sheikh al-Mahshi, also Auberginen, Fleisch, Zwiebeln und Tomatensauce. Aber da die Zubereitung sich komplett von Sheikh al-Mahshi unterscheidet, schmeckt es auch anders. Meine Lieben, wenn euch das Video gut gefallen hat, dann unterstützt meinen Koch-Channel und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig meine neuen Rezepte nicht verpasst, und würde mich über einen Kommentar oder Daumen hoch sehr freuen. Für Nazzale werden normalerweise große Auberginen in Streifen geschält und in große Würfeln geschnitten. Dieses Mal habe ich im Nazzale mit Mini-Auberginen gekocht und das hat wunderbar funktioniert. Wenn ihr große Auberginen habt, dann könnt ihr die in große Würfeln schneiden oder so groß würfeln wie die Größe von meinen Mini-Auberginen. Es müssen einfach große Würfeln sein, damit sie beim Kochen ihre Form halten können. Wenn die klein gewürfelt werden, könnten die in der Soße beim Kochen zermatschen. Nach dem Schälen wird jedes einzelne Stück mit Salz bestreut und gerieben. Jetzt müssen noch die Zwiebeln in Streifen geschnitten werden. Gleich geht es am Herd weiter. Danach werden die Mini-Auberginen im Ganzen frittiert, bis die eine leichte Farbe annehmen. Die dürfen nicht zu lange frittiert werden, ansonsten, wenn die später in der Soße kochen, könnten die ihre Stabilität verlieren. Es reicht, wenn die eine leichte Farbe bekommen. Da die Mini-Auberginen im Ganzen sind und sozusagen rundlich sind, ist der einzige Nachteil beim Frittieren, dass die keinen festen Stand im Öl haben. Man muss durchgehend die Auberginen hin und her wälzen, damit sie gleichmäßig werden. Wenn die gewürfelt sind, ist es etwas einfacher, weil die Würfeln eine feste Lage im Öl hätten als meine mini-rundlichen Auberginen. Aber dafür sind die beim Anrichten ansprechender. Und die fertig frittierte werden auf ein Küchenpapier abgelegt und abgetropft. Damit das Fleisch im Mund zergeht und zart wird, müsst ihr euch an diesen genauen Ablauf halten. Ihr könnt euch die Grundlage daraus nehmen und in allen Eintöpfe mit Fleisch umsetzen. Jetzt muss das klein geschnittene Lammfleisch im heißen Fett auf höchster Stufe scharf angebraten, bis eine Schicht am Topfboden sichtbar wird. Zum Nazzale muss einfach Lammfleisch sein und die kein Lammfleisch mögen, können zwar Kalb- oder Rindfleisch nehmen, nur es würde ganz klar das gewisse Geschmack, was typisch ist und zum Nazzale gehört, einfach fehlen. Hier ist die Kruste entstanden. Nun werden die Zwiebeln dazugegeben und weiterhin auf höchster Stufe für 2 Minuten gemeinsam gebraten. Nur manchmal werden die Zwiebeln von mir im heißen Öl frittiert und zum Schluss mit den frittierten Auberginen in die Soße gegeben. Und manchmal brate ich die Zwiebeln mit dem Fleisch an, wie ich es heute auch gemacht habe. So oder so, beides geht und ist möglich. Danach wird die Hitze bei mittlerer Stufe eingestellt und das Ganze für 5 bis 10 Minuten zugedeckt angedünstet. Nach ca. 10 Minuten wird das heiß gekochtes Wasser übergossen. Damit das Fleisch nicht zäh wird, müsst ihr das Fleisch immer mit heiß gekochtes Wasser übergießen. Die Grundlage gilt generell für jeden Eintopf, also immer zuerst das Fleisch auf höchster Stufe scharf anbraten, kurz andünsten und danach mit heiß gekochtem Wasser übergießen und dann müsste es richtig zart wie Butter im Mund zergehen. Nach der Zugabe an Wasser sollte sich Schaum an der Oberfläche sich bilden, müsste man dies mit einem Löffel entfernen,
Erst danach kommt das Tomatenmark in die Brühe. Nur mir hat leider der Abschnitt gefehlt, wie der Schaum beseitigt wurde und wie das Tomatenmark zugefügt wurde. Hier wurde die Hitze bei mittlerer Stufe eingestellt. Jetzt darf es für ca. 15 Minuten köcheln oder zumindest bis die Soße sich gebunden hat. Nach 15 Minuten wird gesalzen und gewürzt. Sollte etwas fehlen, könnte man an dieser Stelle die Soße ausgleichen, bevor die Auberginen in die Soße gegeben werden. Mir hat allerdings etwas Salz gefehlt, ich salze etwas nach und schmecke es nochmal ab. Die Soße schmeckt jetzt wunderbar. Nun dürfen die Auberginen in die Soße und die letzten 10 Minuten bei mittlerer Hitze vorsichtig köcheln. Und in der Zeit sollte nur vorsichtig oder auch gar nicht gerührt werden. Außerdem kann man im Nassale, ob mit Tomatensauce oder auch ohne Tomatensauce, kochen. Wer es lieber ohne Tomatensauce mag, müsste einfach das Tomatenmark weglassen und die frittierte Aubergine nur pur in der klaren Fleischbrühe köcheln. Und natürlich hatte ich im Hintergrund den Reis als Beilage gekocht gehabt, was auf keinen Fall zum Nassale fehlen darf. Meine Lieben, wir sind am Ende der Zubereitung. Ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir bitte einen Daumen hoch und gerne auch einen Kommentar. Wünsche euch ein gutes Gelingen. Bis zum nächsten Rezept. Eure Emali.